Bisschen deutlicher. Du musst die Lippen richtig pressen, du musst richtig. Kennst du Beatboxing? Nee. Oder Beatboxer? Nein. Human Beatbox. Ach so, ja, okay, ja. Ich kann Beatbox mit dem Mund machen, ja. Geräusche mit dem Mund machen, also alle möglichen Geräusche. Human Beatbox? Beatbox. Das wird Mikrofonkunst sein. Und zwar vom Menschen hergestellt und dann ist es rhythmuslastig. Also so eine Art menschliche, mundgemachte Rhythmusgruppe. Was ist das? Ein Beatbox? Hallihallo! Ja, herzlich willkommen hier auf meiner Wiese. Das ist mein Hund, Tobi. Sitz! Wie aufs Wort. Yeah. Yeah. For example. Berlin Nuts. In the hood. Hood. Ja. Auch wenn wir sonst nur im Zimmer leben, sind wir jetzt hier auf der Straße und es wummert eben, denn der Asphalt bebt schon von der Beatbox von Wet Labs. For shit. Ja. Ich bin Wet Labs, einer von der For Example Beatbox Crew. Freue mich natürlich wahnsinnig, jetzt heute hier zu sein. Auf der Wiese. Das ist Pirate. Sag was. Ich bin Pirate MC von den Berlin Nuts. Wir machen Hip-Hop, Rap, Musik, viel mit den Jungs halt zusammen. Ja, so viel dazu. Und wir trinken Bierchen. Ja, also ich finde irgendwie so Beatbox, also wo ich angefangen habe damit 2000 irgendwie so, oder 99, 2000, wo man wirklich kratz, so wirklich nichts konnte irgendwie so und Razzell, Killer Kehler gehört hat und gesagt hat, amazing, Wahnsinn, will ich auch können irgendwie so. Da war es noch so, dass echt nicht viele Beatbox gemacht haben. Viele dachten, es ist Sportart. Ich mache Beatbox, ja, ach so, krass, ja, was kannst du da für einen Kampf? Ich will jetzt keinen Kampf, das machen wir mit dem Mund, diesen Beats machen und so. Ach so, ja. So war es damals halt noch so, war zu der Zeit, so dann 2003, 2004 auch noch. Und die ersten Battles, wo ich mitgemacht habe, war halt wirklich